Trauer um Christian Audigier. Am Rande der Fashion Week reagierten die Prominenten betroffen auf den Tod des Ed Hardy-Designers. Ja, er hat natürlich einen total signifikanten Style gehabt. Also diese Tätowier-T-Shirts mit dem Glitzer drauf. Also man wusste sofort, das ist Ed Hardy. Und er hat natürlich auch ein prima Networking betrieben. Er hat die Stars um den Finger gewickelt, die ihn natürlich auch sehr gefeatured haben. Er muss ein unglaublich netter Typ gewesen sein. Und ich finde es sehr, sehr schade, wenn jemand, der natürlich auch durch Glück, aber auch durch großes Talent und Fleiß so einen tollen Erfolg hatte und den dann letztendlich gar nicht mehr genießen kann, weil er einfach sehr, sehr jung gestorben ist. Also ich meine, der Mann ist nicht mal 60 geworden. Das ist heutzutage kein Alter und das finde ich ganz, ganz, ganz traurig. Aber man sieht natürlich, dass man sich mit Geld vor allen Dingen nicht Gesundheit kaufen kann. Und Krebs ist leider Gesellschaftskrankheit Nummer 1 bei uns. Und ja, es hinterlässt, glaube ich, 4 Kinder, habe ich gehört. Das ist natürlich bitter für die Kinder und auch für die Frau. Und ja, ist schon hart. Ich glaube, er hat natürlich was Großes erreicht, muss man ganz ehrlich sagen. Einen ganz speziellen Werdegang gehabt. Und es ist natürlich schade, dass man dann in so einem frühen Alter, im vermeintlich frühen Alter schon stirbt. Jetzt wiederum trägt es keiner mehr, weil die Leute halt auch sagen, kann man nicht tragen, so weiter, ist zu grell und zu schrill. Ich mag aber grell und schrill. Ich habe auch noch ein paar Christian Audigier-Shirts im Schrank. Aber ich wusste nicht, dass der tot ist. Und ich finde es immer schrecklich, auch so insgesamt, auch jetzt im Umkreis, wenn Leute in so jungen Jahren dann doch sterben, weil ich wünsche eigentlich jedem Menschen, dass er auf jeden Fall 80 Jahre alt wird. Aber so ist es.